Halli und Hallöchen und willkommen zurück mit einer neuen Episode Dishonored 2. Noch immer im Maschinenhaus unterwegs. Noch immer auf der Suche nach Sokolov, der sich aber, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, hier irgendwo befinden soll. Nämlich genau da unten. Jetzt ist nur die gute Frage, wie komme ich da überhaupt nach unten? Hier gehen zumindest mal Stufen lang. Aber ob das hier so richtig ist, das weiß ich halt noch nicht. Es sieht mir zumindest hier mal nicht so aus, als ob hier irgendwo ein Eingang wäre. Der arrogante Anton Sokolov lässt sich also nicht dazu herab, mir bei einer neuen Version meiner mechanischen Soldaten zu helfen. Gut, ich habe eine andere Lösung. Mein Elektroschocker, lange Nebenprojekt von geringem Praxiswert, ist hier genau das Richtige. Mit der richtigen Kalibrierung sollte es mir gelingen, nur jene Teile seines Geistes zu beschädigen, die für Unabhängigkeit und freien Willen zuständig sind. Sein reiches Wissen sowie eine erheblich wichtigere Qualität, nämlich seine, ich sage es nicht gerne, legendäre Kreativität, bleiben intakt. Was für eine Grausamkeit ist das? Es gibt noch eine Möglichkeit, vorausgesetzt Jindoshs Elektroschocker funktioniert. Nicht gerade eine Gnade. Okay, ich kann Jindosh also auch mit dem Elektroschocker erledigen. Ist das irgendwie so eine Art elektrischer Stuhl oder irgend sowas in die Richtung? Keine Ahnung. Joink, das nehmen wir mal mit. Aber sonst ist hier unten echt nicht so mega viel. Und ich finde hier jetzt auch keinen Weg, wie ich hier reinkommen könnte. Da steht eine Wache. Ach, Positionierungshebel. Okay, drücken wir den mal. Aha. Aha, 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 aha. Okay, jetzt gehe ich da rein und dann... Ich gehe mal grob davon aus, dass hier ist eine Druckplatte. Und wenn ich da reingehe, dann bin ich da drin eingeschlossen. Könnte das der Fall hier sein? Das finde ich aber nicht so geil, wenn hier die Maschinen rumlaufen. Aber gut, was sein muss, muss halt nun mal sein, ne? Scheiße. Jupp, genauso wie ich mir das dachte. Ach, ich muss ja stehen bleiben. Ups. So, wo ist jetzt der fucking Roboter? Sehe ich die überhaupt in dieser Ansicht? Nein, sehe ich eben nicht. Okay, ich hätte jetzt irgendwie gedacht, dass ich die von der Seite her erledigen kann, aber das funktioniert wohl nicht. Ist gut zu wissen. Wie schalte ich die dann sonst aus? Muss ich die irgendwie auch elektroschocken oder irgend sowas in die Richtung? Hm, das ist komisch. Ich hätte jetzt schon erwartet, dass wenn ich mich da ranschleiche, ohne dass die mich bemerken, was ja von der Seite theoretisch gehen sollte, dass ich sie dann ausschalten kann. Das muss doch irgendwie funktionieren. Hm. Ich würde sagen, einmal probiere ich das noch. Vielleicht habe ich einfach irgendwas wirklich falsch gemacht. Ich wüsste zwar nicht was, aber vielleicht. Zu 100% bin ich mir jetzt noch nicht sicher, dass das nicht funktionieren sollte. So, die Frage ist jetzt natürlich wieder, wo ist der? Da kommt er. Ja, toll, der bleibt jetzt natürlich hier direkt beim Eingang stehen. Du willst mich verarschen, hä? Jetzt geht er wieder zurück. Okay. Hier ist nochmal eine Druckplatte. Ich muss hier irgendwie zu Sokolov reinkommen. Ach, jetzt kommt er schon wieder hier hin. Die Maschine stellt hier keine weiteren Probleme fest. Ja, das würde ich auch hoffen. Okay, er verpisst sich wieder. Aber was soll ich hier tun? Oh, der kommt direkt auf mich zu. Bleibt er mal irgendwie stehen kurz oder nicht? Boah, ich glaube, ich muss hier mal wieder schnell speichern. Och, jetzt dreht er hier echt seine Runden, hä? Finde ich nicht so mega geil, was der da gerade macht.
Ich möchte aber trotzdem gerne wissen, wie kann ich die ausschalten? Der guckt genau in meine Richtung. Das finde ich ja schön für die Maschine. Man kann hier ja theoretisch direkt neben ihm stehen. Da sieht er mich nicht. Aber ich bekomme hier mal nichts angezeigt, dass ich ihn irgendwie ausschalten könnte. Also weiß ich momentan noch nicht so wirklich, was ich mit denen tun soll. Hä? Wo geht denn der jetzt hin eigentlich? Ach, jetzt gehen wir wieder hier draußen hin. Der will mich verarschen, hä? Hier ist auch noch eine Druckplatte, die ist aber zugenagelt. Ich schätze mal grob, dass ich die Bretter hier wegmachen kann, aber wenn ich das jetzt tue, dann wird mich das sicherlich hören. Oder? Ja, hat er. Au. Okay, bei den Blocken funktioniert auch nicht so wirklich. Okay, nein. Oh. Okay, jetzt hätte ich gedacht, ich kann irgendwas machen, aber auch nicht. Ach, töte mich einfach. Okay. Okay, irgendwie kann man die nicht von der Seite ausschalten. So wirklich gegen sie kämpfen funktioniert auch nicht. Boah, ich weiß echt nicht, was ich mit denen machen soll. Ich bin echt ein kleines bisschen verwirrt. Aber ich weiß zumindest jetzt schon, was zu tun ist. Nämlich die Bretter von der Druckplatte wegmachen, hoffen, nicht entdeckt zu werden. Und dann sollten wir hoffentlich zu Sokolov reinkommen. Okidoki. Aber mein Gott, ey, diese Maschinensoldaten, die sind echt fucking fies. Und fucking nervig. Mann, ey. So, jetzt sind wir wieder hier. Ich sollte echt vielleicht warten, bis der Penner mal irgendwie vielleicht dort hinten in der Ecke steht. Und dann den Scheiß hier wegmachen. Denn jetzt werde ich, glaube ich, zu Sokolov noch nicht reinkommen. Nee. Wo ist er jetzt? Da hinten. Oh, du hast mich nicht gesehen. Ach, und jetzt steht er gerne auf der Druckplatte. Idiot. Was tut denn der jetzt? Hier bewegt sich alles. Auf und ab. Alter, kann er mal bitte von der Druckplatte runtergehen? Was tut denn der? Du verwirrst mich. Boah, der bewegt aber auch nicht seinen Arsch, hä? Jetzt steht er da und lässt die ganze Zeit die Plattformen rauf und runter fahren. Und der steht doch immer da. Alter, beweg doch deinen Arsch. Mann, ey. Boah, hab ich nicht irgendwas, womit ich den wegballern kann. Einschläfern wird bei dem nicht viel nützen. Brandbolzen glaube ich auch nicht so wirklich. Blenden wird bei denen glaube ich auch nichts bringen. Betäubt Gegner. Ja, ich habe eine normale Granate. Die könnte ich werfen, aber ob mir das so wirklich viel bringt, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich mache ich ihn damit nur sauer und das war's dann auch schon. Ach Gott, Junge, ey. Beweg dich doch mal. Na, endlich. Ja, such nur weiter. Aber komm doch nicht direkt auf mich zu. Ja, Gott sei Dank. Ich muss einfach nur hier hinter diesem Pfeiler hier bleiben, dann sieht er mich nicht. Na komm, beweg dich. Du sollst dich bewegen. Oh, nicht hier in der Ecke stehen bleiben. Das läuft, lädt die Maschine die Magnetspule wieder auf. Okay, geh nur weiter. Gut, okay. Haben wir das hier mal gelöst, dann werde ich jetzt mal wieder schnell speichern. Denn ich will den ganzen Scheiß nicht nochmal machen. Oh, das war mal voll für den Arsch, aber auch gut.
Oh oh. Lalala, du siehst mich nicht. Okay, wir sind da. Ja, hallo, was ist denn das hier? Die Bluttopologie der grimmigen Alex. Aha, immer nur her damit. Hey, 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 nicht wieder aufmachen. Sokolov. Mein lieber Anton, ich hoffe, der mechanische Soldat vor Ihrer Zelle stört Ihre Ruhe nicht. Ich finde die soliden Schritte und das sanfte elektrische Summen sehr beruhigend, aber vielleicht sind Sie ja anderer Meinung. In Ihrem Zustand mag es vielleicht sogar unerträglich sein, besonders da die Druckplatte zum Öffnen in der Zelle so verlockend nahe ist. Aber sollten Sie versuchen, aus dem Vorführraum auszubrechen, wie eine faltige graue Ratte, die im Labyrinth einem Stück Käse nachjagt, wird der stoische Wächter Sie schnell überwältigen. Sie sind ein intelligenter Mann, ich muss sicherlich erläutern, was diese scharfen Klingen mit Ihrem greisen, hageren Körper anrichten würden. Kirin Chindosh. Na, das ist ja mal ein wahnsinnig guter Gastgeber, der Typ. Kann das sein? Ist das die junge Emily Caldwin? Anton, sparen Sie Ihre Kräfte. Ich bringe Sie hier raus. Chindosh führt mehr im Schilde, als wir ahnen. Eine Armee seiner mechanischen Soldaten. Das wäre das Ende. Oh, ich werde Chindosh bald besuchen, alter Freund. Ist er jetzt tot? Der ist jetzt echt nicht gestorben, oder? Jetzt im Ernst? Bewusstlos. Wow, soll ich den jetzt hier raustragen, oder? Hä? Boah, da weiß ich doch jetzt schon, dass das nichts wird. Boah, ey, jetzt muss ich den hier echt raustragen. Oh Gott, ey. Warum müssen alte Männer immer bewusstlos werden? Mein Gott, ey. So, hier aufgemacht. Der hatte das jetzt mitgekriegt? Ich glaube, der hat das mitgekriegt. Aber echt mal, der hat hier eine Druckplatte in seiner Zelle und der kam nie auf die Idee, die scheiß Bretter hier wegzumachen. Du willst mich ja verarschen. Na, du komm mal her. Ja, jetzt hau ich ab. Was denn sonst? Sind Sie sicherer, Sokolov? Ich schulde Chindosh einen Besuch. Wieso funktioniert die Druckplatte hier nicht? Ach, jetzt. Hohoho, jetzt hatte ich aber Schwein. Okay, jetzt habe ich mich aber selbst eingeschlossen. Das bringt mir auch nicht so wahnsinnig mega viel. Mich hier irgendwie raus zu teleportieren wird wohl nicht funktionieren, hä? Wo ist jetzt die Fuckmaschine hin? Was ist mit Konfiguration B? Irgendwas will der gerade umändern, aber ich weiß nicht so wirklich was. Okay, da vorne steht jetzt ja der Soldat. Den wollen wir doch, wenn möglichst, umgehen. Ich mache jetzt einfach alles wieder rückwärts, so wie ich es vorher gemacht habe. Dann sollte ich ja theoretisch hier wieder rauskommen. Oh, der kommt hier um die Ecke. Gut, die Maschine hat etwas entdeckt. Ja, jetzt im Ernst? Jetzt im Ernst? Mach doch hier zu! Wieso macht der nicht zu? Wieso funktioniert die Druckplatte nicht? Ach, jetzt funktioniert sie auf einmal. Du willst mich ja verarschen. Boah, ey. Fucking Mistvieh. Mann, Mann, Mann. Gib mir wahnsinnig auf die Nüsse. Wer baut denn sowas überhaupt? So einen Fuck-Soldaten mit hunderten Klingen an seinem Körper? Meine Fresse, ey. Gott, was freue ich mich schon, wenn ich Chindosh endlich mal vor meiner Klinge habe. Gerade, das wird so schön.
So, okay, wo sind wir jetzt? Ah, wir sind jetzt wieder in der Zelle, oder? Jo. Na, dann komm mal her, alter Mann. Ich bringe Sokolov lieber zum Wagen zurück, bevor ich Jindor stelle. Okay, da ist jetzt er wieder. So, ich muss trotzdem noch den anderen Schalter aktivieren, ansonsten komme ich hier nicht raus. Und das wäre ein bisschen ein Problem. So. Jetzt wird er wahrscheinlich gleich hier wieder um die Ecke kommen. Warten wir mal ab. Na komm, na, da ist er schon. Was? Wie kann der mich orten, bitteschön? Und was macht er jetzt? Toll, ich merke auch gerade, dass ich hier total in der Sackgasse gelaufen bin. Okay, er geht aber anscheinend wieder zurück jetzt. Dann kann ich mich ja vielleicht mit etwas Glück daran vorbeischleichen. So schnell hier auf die Druckplatte, machen wir hier zu. Und tschüss. Lalalala, ich bin raus. Sie haben Anton Sokolov befreit. Ja, da guckst du, ne? So, jetzt muss ich ihn nur noch irgendwie zum Wagen zurückbringen. Die gute Frage ist... Oh, toll, jetzt kommen hier auch noch Wachen. Mein Gott, ey. Bleib hier mal schnell liegen. Und ich muss speichern. Ich will den Scheiß mit der Maschine jetzt nicht nochmal machen. Wieso lässt er mich nicht speichern? Ich will speichern! Hallo? Wieso geht das jetzt nicht? Geht's jetzt? Nein. Du willst mich verarschen. Wieso kann ich jetzt nicht speichern? Das war sicher nichts. Hat halt ein Hund gebellt. Hallo? Oh, du alter Sack da oben. Oh, da wollte ich doch. Ich wollte nur da oben hin. Boah, jetzt findet er auch noch die Leiche. Er ist nur bewusstlos. Oh, er ist nur bewusstlos. Ja, na, Gott sei Dank. So, erledigt. Zum Glück habe ich mittlerweile auch schon das Upgrade, dass Leichen auch verschwinden, auch wenn ich sie, ja, jetzt nicht stealthy töte. So, jetzt will ich aber wissen. Kann ich jetzt speichern? Ich will speichern. Wieso kann ich noch immer nicht speichern? Wieso kann ich zur Hölle nicht speichern? Hä? Hä? Wer ist denn da? Geh ein paar Schritte weiter. Du sollst ein paar Schritte weiter gehen. Dass ich mich hinter dich teleportieren kann. Ach, jetzt bleibt die direkt da stehen. Die wollen mich hier alle verarschen, hä? Was ist los mit dir? Tu irgendwas! Sehen wir nach. Was? So, tschüss. Mein Gott, der geht hier mal alle auf die Nerven. So, die beiden werden hier jetzt aber nicht die einzigen gewesen sein, die hier runtergekommen sind, oder? Wieso lässt mich das nicht speichern momentan? Das geht mir total auf den Sack. Ja, da ist noch einer. Da ist noch einer. Oh, der steht hier direkt vor mir. Aber scheint mich nicht so wirklich zu bemerken. Das finde ich ja ganz okay. Dann hole ich mir den einfach mal von hinten. Und tschüss. So, jetzt ist hier aber mal alles cool, oder? Wer soll hier leben, wenn ich nicht
Schutzmechanismen dann noch funktionieren. Okay, ich hoffe jetzt zumindest, dass wir mit dem Fahrstuhl hier irgendwie schnell zum Wagen kommen. Oh, und es lässt mich auf einmal wieder speichern. Ja, dankeschön. Guest Area Assessment Chamber, da sind wir ja jetzt gerade, oder? Also muss ich... Guest Area? Ja, gehen wir mal in den Gästebereich. Vielleicht ist das ja halbwegs richtig. Ja, natürlich stehlt die direkt eine Wache vor mich. Ihr wollt mich verarschen, ne? Alles in Ordnung? Wenn ich je die Chance habe, bitte ich um einen Posten im Großpalast. So. Ach, jetzt sind wir hier bei dem Fuck-Blitz-Dings. Mann, ey, wie soll ich hier den fucking Sokolov hier rausbekommen? Ich hätte hier vielleicht vorher schon ein bisschen das Gebiet räumen sollen. Das wäre mal praktisch gewesen. Oh, und ich habe kein Kabelwerkzeug verfügbar. Jetzt kann ich das hier, den Scheiß hier nicht mal manipulieren. Na gut. Und er speichert schon wieder mal. Okay, gut. Dann würde ich sagen, probieren wir einfach mal in der nächsten Episode weiter, wie zur Hölle wir Anton aus dem beschissenen Maschinenhaus rausbekommen. Und dann müssen wir auch immer noch Chindosh erledigen. Aber wie gesagt, das alles erst in der nächsten Episode von Dishonored 2. Und bis dahin sage ich Tschüss, auf Wiedersehen und man sieht sich.